Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Wir wissen in der Kirche, dass uns nicht alle zuhören. Und diese Erfahrung teilen wir ja nicht nur als Kirchens. Auch in der Schule, auch in der Politik, überall gibt es Momente, wo Menschen einander eben nicht zuhören, nicht hinhören und auch nicht verstehen, was man von ihnen will, was man mitteilen möchte. Auch Jesus hat diese Erfahrung gemacht. Euch aber, die ihr zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Ja, auch Jesus haben nicht alle zugehört und darum spricht er zu denen, die ihm zuhören. Und von diesen aus kann eine Kraft gehen, kann eine Lebendigkeit gehen, die das Reich Gottes aufbaut. Und wenn dann immer mehr und mehr Menschen zuhören, dann kann sich auch die Botschaft, das Wort, das Jesus zu sagen hat, verbreiten in dieser Welt. Auch wenn es scheinbar nicht viele sind, die uns zuhören, so sind wir doch im Hören auf Jesus vereint. Und vielleicht kann von uns aus ein gutes Wort gehen, das andere Menschen aufmerken lässt, um zu lernen, Jesus zuzuhören. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, hilf uns, dass wir unsere Ohren und unsere Herzen immer wieder auftun, um dein Wort in uns aufzunehmen und aus der Kraft deines Wortes so zu leben und so zu sprechen, dass andere auf dein Wort aufmerksam werden. Schenke uns eine ruhige Nacht und hilf uns morgen mit wachem Herzen und wachem Geist in den Tag zu gehen, damit wir dein Wort vernehmen, dein Wort verkünden und durch die Kraft deines Wortes auch andere zu dir führen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.